So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Orphans. Episode 2 sind wir mittlerweile. Mittlerweile ist schon lange draußen, ne? Ich glaube, bald kommt schon Episode 3. Aber erstmal kommt The Healing, glaube ich, ne? So, hier wird noch geupdatet und jetzt steht hier drauf, Orphans, Episode 2. Die Ereignisse überschlagen sich. Tammy scheint den Verstand verloren zu haben. Kommen Ina und Samu noch rechtzeitig, um sie und die anderen zu retten? Hat das Verschwinden von Henry Fonz etwas mit dem Waisenhaus zu tun? Seid vorbereitet, wir haben einige Überraschungen vor euch. Und los geht's. So. Tomji. Das ist jetzt nicht mehr witzig, hör mal. Oh, das ist immer so verschwommen hier alles, ne? Signalschwach. Was wird da denn? Oh Gott, Tammy, sie braucht dringend Hilfe. Okay, das Video kommt nicht mehr an, wa? Hä, was ist mit ihr? Auf dem Video ist nichts zu sehen, Junge. Falls es ein Scherz sein soll, finde ich den überhaupt nicht witzig, ne? Nochmal, wir waren das nicht mit diesem blöden Unfallvideo. Da muss ein Offline. Das ist kein Scherz, Ina. Nein. So glaubet uns. Die Nachricht konnte nicht gesendet werden. Ah! Das ist ziemlich schlecht, ne? Das ist ziemlich schlecht, ziemlich schlecht. Tomji, jetzt sag schon, was ist da los? Samu ist online. Samu ist offline. Samu ist online? Hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas haut hier nicht richtig hin, du. Unser Handy spinnt total. Kommen uns Nachrichten durch, Tomji? Okay. Ihr wolltet das ja alle nicht wahrhaben. Wir müssen so schnell wie möglich weg hier von hier. Weg hier von hier. Ja. Wie denn, Sandy? Zur Not zu Fuß. Kannst du jetzt bitte jemand erklären, was hier bei euch abgeht? Tomji, wieso antwortest du nicht? Was zum Teufel ist da mit euren Autos passiert? Samu, wir wissen doch selbst nicht, was hier gerade abgeht. Oh Gott, das Ganze geht völlig außer Kontrolle. Ina, ich habe euch geantwortet, aber meine Nachrichten gingen nicht durch. Samu, für Erklärung haben wir jetzt keine Zeit. Wo seid ihr gerade? Ihr müsst uns hier rausholen. Keine Ahnung, wir irren hier seit Stunden durch den Nebel. Wir stehen gerade am Straßenrand. Das Navi spinnt ja voll. Dieses verdammte Waisenhaus ist unauffindbar. Ina, der ganze Ort ist verflucht. Der Kontakt zu Leon ist abgebrochen. Tammy ist, ich weiß nicht, was mit ihr ist. Sie irrt wie besessen irgendwo hier im Gebäude herum. Die Kameras zeichnen Dinge auf, die es nicht geben sollte. Außerdem kommen wir hier nicht mehr weg, weil unsere Autos komplett zerstört sind. Dieser Ort, dieses Waisenhaus, es lässt uns nicht gehen. Jetzt mal eins noch ein anderen, Sandy. Du bist ja völlig hysterisch. Ja, das war sie ja schon die ganze Zeit, ne? Nein, Samu, sie hat einfach nur Angst. Samu, ich weiß, es klingt unglaublich, aber Sandy sagt die Wahrheit. Uns läuft die Zeit davon, Samu. Tammy braucht dringend Hilfe. Nochmal. Ah!
Das ist so laut, aber auch super unheimlich. Oh fuck, was ist mit dir? Oh mein Gott! Jetzt habe ich, glaube ich, schon meinen Hörsturz, Alter. Shit, was ist da denn? Das ist nicht normal. Samu, hör bitte auf zu... Samu, hör bitte zu. Ihr müsst sofort Hilfe rufen. Ihr seht ja, was hier abgeht. Samu, unsere Anrufe gehen nicht raus. Ja, in Ordnung. Ich rufe jetzt die Cops. Sagt ihnen, die sollen direkt einen Krankenwagen mitbringen. Der ist für Tammy jetzt noch wichtiger. Schlechte Nachricht, Leute, bin jetzt oben. Aber von Tammy keine Spur. Hier ist es stockdunkel und totenstill. Sag mal, warum gehen die denn alle getrennt? Aber sie muss doch irgendwo sein. Bewegung registriert. Eingang 1B. Heiter Daus. Leon ist online. Leute? Leon, endlich, wo warst du die ganze Zeit? Im Keller. Der Empfang war plötzlich weg. Oh Gott, dieser junge Thomas. Ich habe einen Brief von ihm gefunden. Thomas, du meinst den Jungen, der hier tot aufgefunden wurde? Ja, er hat dieses Foto gemacht, kurz bevor er tot aufgefunden wurde. Ja, ja, genau, das haben wir ja schon gesehen gehabt einmal. Heiter Daus! Leon, dieser Thomas ist mir gerade scheißegal. Wir müssen von hier verschwinden. Tammy braucht dringend einen Arzt. Samu wird gerade den Notruf. Die bringen uns voll weg von hier. Nein, wartet. Hier ist irgendetwas. Was? Was? Warum soll er warten? Leon, verdammt, jetzt beweg deinen Arsch und Zenny in den Speisesaal. Wir treffen uns dort. Dann suchen wir Tammy und warten, bis Hilfe eintrifft. Jo. Aber diese Stimme. Hier und bitte, hör mal auf uns. Sie ruft nach mir. Wovon redest du, Leon? Verschwinde von dort. Verdammt, Leon, jetzt verlier du nicht auch noch die Nerven. Macht euch keine Sorgen. Sie möchte uns helfen. Sie ruft meinen Namen. Leon, das bildest du dir ein. Aber hört doch. Oh Gott. Boah, wow. Jetzt schon die Gänsehaut, ne? Blablabla. Smeargol. Oh Gott. Wenn jemand so ruft, ganz im Ernst, gehen wir da hin? Nein, wir gehen da nicht hin. Das ist nicht normal. Was zur Hölle machst du? Nein, geh da nicht rein, Leon. Leon, reiß dich zusammen. Du bist nicht im klaren Verstand. Nein, geh da nicht rein.
Leon ist offline. Er ist reingegangen. Das kann doch alles nicht wahr sein! Leon, verdammt! Mein Gott! Erst Tammy, jetzt Leon! Dieses verfluchte Haus! Es holt sich ein nach dem anderen! Wir werden alle sterben! Hör auf, Sandy! Niemand wird sterben! Bleib einfach, wo du bist. Ich bin gleich bei dir. Leute, ich fass es nicht. Die Polizei! Die glauben Samu kein Wort. Ja, trotzdem müssen sie einer Vermutung nachgehen. Der Polizist am Telefon meinte wirklich, das wäre ein Fake-Anruf und sie wollten ihn veräppeln. Müssen ihr trotzdem nachgehen. Das kann doch nicht sein. Nicht dein Ernst. Das kann, ja, das müssen ihr trotzdem nachgehen. Das ist unrealistisch. Doch, verdammt, dieser Idiot meinte, ich soll die Leitung frei machen. Achso, das war er. Ich würde mich strafbar machen, wenn ich den Notruf für dumme Scherze missbrauche. Ja, das gibt es tatsächlich, ne? Aber trotz all dem kommt immer einer vorbei. Was machen wir denn jetzt? Missbrauch von Notrufnummern war das, ne? Ich halte das nicht mehr aus. Ich habe solche Angst. Ich muss weg von hier. Es tut mir leid. Wir hatten noch keinen Toten gehabt, ne? Was hast du vor, Sandy? Sandy, bitte warte auf Jarek. Bam, 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 dum, dum. Ich will nicht so enden wie Tammy. Ich lauf los und hole Hilfe. Und damit wird sie für immer verschwunden sein. Das ist so dieses Blair Witch Project Ding, weißt du? Wenn einer nachher wegläuft im Wald und dann nie wiederkommt. 5 Tage später ist der hier 10 Jahre da gewesen. Sandy, nein! Jarek, ich schaff das! Ich laufe ins nächste Dorf und komme so schnell, wie es geht, zurück. Sandy, tu das nicht! Das ist doch Selbstmord! Nein, Jarek, hier zu bleiben und ebenfalls folgen zu... Das wäre doch mal so ein Ding. Die machen ja sowas wie Ring und so ein Kram und sowas wie 7, also der Film 7. Das wäre ja mal so ein Ding, wenn so ein Blair Witch-Ding machen würde. Das wäre Selbstmord. Wahrscheinlich soll es ein Blair Witch-Ding sein. Wobei, nein, das hat nichts mit Waisenhaus zu tun. Ach, ich weiß es nicht. Mach jetzt bitte keinen Blödsinn. Sandy, allein ist das viel zu gefährlich. Aber sie hat recht. Irgendwas müsst ihr doch tun. So ein Blair Witch-Ding irgendwie, wenn die auch so ein Blair Witch-Teil irgendwie raushauen würden, ne? Muss ich mal Carsten den Hinweis geben. Was redest du da, Tom G? Das habe ich nicht geschrieben. Hä? Der Ort wird euch überwinden, dafür mich halten. Achso, okay. Das habe ich gerade gar nicht so. Weil ich gerade diesen Blair Witch-Ding gerade gewesen bin. Das habe ich nicht geschrieben. Was? Einsam und allein trafen sie hier ein. Bewegung registriert. Anno Divisch. Oh, süß. Oh, die sieht ja niedlich aus, ne? Die würde ich adoptieren. Die finde ich niedlich. Zum Waisenhaus gehen, Adoptionsdingsvertrag klar machen. Die sieht niedlich aus. Hallo. Hallo. Nein, hör auf. Das mag ich nicht. Einsam und allein werden sie für immer sein. Oh süß, der Kakerlakwulz. Ich bin froh, dass ich das nicht abends spiele, ne? Könnte ich nicht. Krieg ich Gänsehaut, meine. Wie Outlast, Alter. Nein, ich mag ja gerne Gruselspiele, ne? Aber das ist mir ein bisschen zu gruselig. Gerade immer, wenn Winter ist und so, oder beziehungsweise Herbst, und dann hat man sowieso eine Dauergänsehaut und dann spielt man so etwas und dann kriegt man noch mehr Gänsehaut. Mach ich nicht. Nein, hört auf damit. Ich spiele jetzt nur noch irgendwie Love Stories oder so hier, wie hieß er noch, Drogo oder sowas. Das mache ich nur noch spielen. So spiele ich hier nicht mehr. Leute, was ist da los? Fuck, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt kann. Oh. Bumm. Jetzt,
Schreibe ich gleich mit dem Geist. Was für Hölle geht ab, Tom G? Wieso sind alle plötzlich offline? Unsere Nachrichten kommen nicht an. Ja, meine auch nicht. Lass mich doch auch mal schreiben. Und was schreibst du da für seltsame Sachen? Ich kann mir das nicht erklären, das kam nicht von mir. Sag mal, ich hab nichts geschrieben, der ganze Chat spielt verrückt. Das kann doch alles nicht wahr sein. Und die Polizei hält das alles für einen dummen Scherz? Samu, Ina, wir müssen irgendwas unternehmen. Kommt auch zu mir. Scheiße, Mann. Ich hätte dir nichts von irgendwelchen Flüchten und Geistern erzählen sollen. Kein Wunder, dass sie nicht kommen. Kein Wunder, dass sie mir nicht geglaubt haben. Ich kann das alles nicht fassen, Tom G. Ja, geh da hin. Jo, also hier gibt's einen Fluch, hier gibt's ein paar Geister. Das würde ich auch nicht. Dann ist es klar, dass sie dem nicht nachkommen. Vor allem dieses Video von Tammy, ich habe mir wieder angesehen. Was ist nur mit ihr? Sowas habe ich noch nie gesehen. Doch. In Horrorfilmen. Ach, Kacke. Ich weiß es nicht, Ina. Sie braucht auf jeden Fall schnell Hilfe. Es ist, als wäre sie nicht mehr sie selbst. Als sei sie besessen. Ja. Ja, ihre Schreie, die klangen nicht mal mehr menschlich. Tomji, wir machen uns wieder direkt auf die Suche. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Ja, dieser verdammte Ort muss doch irgendwie zu finden sein. Mhm. Okay, ich versuche währenddessen mehr über das Waisenhaus herauszufinden. Kann ich denn in der Zwischenzeit irgendwas tun? Ich weiß, dass die Zeit drängt, aber es gibt noch etwas, das ihr wissen solltet. Es geht um Henry Fons. Dann schieß los, aber mach schnell, Tomji. Ich will wirklich nicht mehr Zeug verlieren. Ich stehe im direkten Kontakt zu seiner Tochter. Ich habe Zugang zu einer Cloud. Ihr habt recht. Lass uns das später verschieben. Du hast was? Ja, die kopiert Hundeohren. Lange Geschichte, aber ich habe Zugriff auf all seine Dokumente. Wie zum Teufel bist du angekommen, Tomji? Aber erzähl uns das später. Wir müssen ja erstmal um die anderen kümmern. Sam hat recht. Da bist du uns noch eine Klärung schuldig. Was? Aber jetzt müssen wir zu Tammy. Und den anderen. Drück uns die Daumen, Tomji, okay? Küssen aufs Nüsschen. Ihr beide schafft das. Haltet mich auf dem Laufenden. Bitte beeilt euch. Ich mache mir echt Sorgen um Tammy. Machen wir. Bleib bitte erreichbar. Und solltest du was von den anderen hören, gib bitte sofort Bescheid, ja? Okay, wir hätten was Neues. Jarek? Ist auf Line. In der Zeit könnten wir noch einmal den ganzen Hackshit hacken, ja. Bitte melde dich, wenn du das liest. Boom. Oh. Ah. Amber. Oder Amber? Wuppu! Hin. Was Amber von uns möchte, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten, das hat wieder Spaß gemacht. Wieder mal super doppelte Gänsehaut gekriegt. Der Anfang vom zweiten Teil geht so weiter wie der erste Teil geendet ist. Also, bis zum nächsten Mal und Tschüssli Müsli.